Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Medieval Dynastie. Ja, wir mussten beim letzten Mal leider aufhören. Ich schau mal eben, die hatten wir, glaube ich, jetzt gerade neu gestellt. Das Lagerfeuer war irgendwie verschwunden, da haben wir jetzt wieder ein neues geholt. Alles perfekt. Ich schau noch mal eben, ich meine, wir hatten, genau, wir hatten das Fleisch auf jeden Fall auch gebraten. Das Problem ist, dass unser Leben ziemlich niedrig ist, weil wir... Ach so, habe ich eigentlich noch die Speere? Ne, die habe ich nämlich... die habe ich nicht kaputt gemacht, aber die sind kaputt gegangen. Hölzerner Speer. Machen wir auf jeden Fall nochmal zwei, damit man zumindest ein bisschen Abwehr hat. Nein, was macht er denn? Och, das ist nicht dein Ernst. Irgendwann habe ich hier einen ganzen Stapel von diesen blöden Hämmern, was auch immer, und nicht das, was ich brauche. Ja, toll, jetzt habe ich natürlich nur einen Speer. Ja, was brauche ich denn da jetzt für mein Crafting? Rundholz, ich brauche dafür Rundholz, okay. Und dann würde ich sagen, dass wir hier nochmal eben ein paar Bäume kaputt schlagen. Ich meine, wir müssen ja sowieso hier die ganze Umgebung ein bisschen ebnen auch. Hallo? Ich würde gern sagen, Baum fällt, aber... Zack. Habe ich jetzt gerade 4 rausbekommen? Das ist ja klasse. So viel habe ich schon lange nicht mehr rausbekommen. Okay. So. Ah, ich würde sagen, wir machen mal 3 Speere. So, dann schauen wir mal eben. Rundholz, da ist noch ein Rundholz. Oha, oha, oha. Sehr schön. Damit könnten wir uns noch ein bisschen, das war aber weitere, oder? Ein bisschen Brennholz craften. Oder auch nicht. Beziehungsweise es war halt nicht bei weiteres. Okay. Weil wir wollten ja auch mal gucken, ob wir das Ganze nicht verkaufen können. Gab es hier nicht eine Möglichkeit, alles zu machen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich meine ja. So, das Fleisch werden wir gleich noch ein bisschen was von essen. Brennholz, na gut, das wiegt jetzt natürlich viel. Aber das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ach so, genau. Den Speer, den müssen wir natürlich ausrüsten. Warum ist der Hammer eigentlich? Okay, ich mache mal den Hammer auf 7. Können wir das machen? Ja, dann geht der rüber. Okay, gut. Dann lege ich den auf die 3. Und den auf die 4, weil es ist wohl teilweise ein bisschen verbuggt, dass es sein kann, dass das Ganze nicht nachrutscht, habe ich mir sagen lassen. Oh, ich bin übergewichtig, wollte ich gerade sagen. Ich habe ein bisschen Übergewicht hier. So, die Suppe ist 0,5 und das Fleisch 0,2. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir die Suppe definitiv erstmal essen. Oh, das hat uns jetzt einen richtig guten Schub gegeben. Okay, bevor wir zum Dorf hingehen und, warum habe ich das eigentlich noch in Hand, und uns im Verkauf versuchen werden, also sprich versuchen werden, das Brennholz loszuwerden, beziehungsweise damit halt eben Gold zu verdienen, damit wir uns Sachen kaufen können, also Erweiterungen, die wir dann wieder bauen können, wollte ich euch noch was zeigen, das habe ich nämlich als Tipp bekommen, bin ich überhaupt richtig? Ja, genau. Hier oben ist ja der Jäger und hier ist eigentlich das Gebiet, wo ich mir überlegt hatte, ob ich mich nicht dahin ansiedeln soll. Aber naja, gut, jetzt ist das Haus schon hierhin gebaut. Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht mehr so wirklich woanders hinbauen. Was mich da drauf bringt, dass wir übrigens auch noch die Werkstatt bauen wollten. Eile mit Weile. Wir müssen erstmal die 2 anderen Sachen machen. Kann ich überhaupt noch sprinten? Nee, ich kann natürlich nicht mehr sprinten in dieser Zukunft. In diesem Zustand. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ich glaube, das war hier rechts. Genau, der Weg, der hier rechts hoch geht. Genau, da ist noch ein zweiter. Dann gehen wir nämlich hier über die Brücke drüber.
von da, wo wir waren, und gehen hier einfach Richtung Jäger hoch. Und da kam ja hinten irgendwo dieser Zaun. Da werden wir jetzt erstmal hinlaufen. Ich schau mal eben oben. Ansonsten cutte ich mir das Ganze hier ein bisschen zusammen. Ja, es wird noch einen kleinen Moment dauern. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich angekommen bin. So, und jetzt seht ihr hier schon diesen Zaun. Ich zeige euch das nochmal auf der Karte. Das ist so ungefähr in der Mitte, wo auch dieser kleine Fleck da hinten rechts ist. Das dürfte übrigens Wasser sein, glaube ich. Ja, genau. Das ist gut, aber ich denke mal, das werden wir noch aushalten für den Rückweg. Dann geht ihr diesen Zaun immer entlang und dann haben wir ja schon festgestellt, dass hier irgendwo ein Loch drin ist. Genau hier, da ist einfach alles so rausgerissen worden. Da habe ich jetzt den Tipp bekommen, dass wenn man hier rumgeht, ja, perfekt, dass ein Trinkschlauch hier ist. Und es sollen wohl noch andere Sachen versteckt sein. Da müssen wir mal so ein bisschen genau gucken. Ah, eine Haube. Was ist das? Na, geh ein Stück zurück. Eisenbolzen. Okay, da ist auch nochmal ein Eisenbolzen. Achso, das ist der. Okay. Da soll aber wohl auch noch Geld sein, habe ich mir sagen lassen. Was ich jetzt gerade nicht so wirklich finde. Kann ich das damit? Das kann ich nur, wenn ich die schon gefunden habe, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, Also, es soll hier wohl noch Geld sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt random spawnt oder ob ich einfach nur zu blöd bin, das jetzt zu finden. Es kann natürlich auch sein. Ich habe schon gedacht, es wäre das Gelbe hier, aber es kann natürlich wirklich auch sein, dass das random spawnt hier das Geld. Ah ne, das ist Stein. Ich wollte gerade sagen, Spitzhacke benötigt. Genau, wir wissen immer noch nicht, wie wir jetzt eigentlich die Spitzhacke machen können. Können wir eigentlich irgendwas mit dem Ding hier machen? Können wir das, nee, können wir nicht. Schade. Okay, dann, haha, dann würde ich sagen, dass wir den Trinkschlauch mal, haben wir vier? Moment. Ein einfaches Werkzeug zum Sammeln von Trinkwasser. Es können vier Stück ausgerüstet werden. Ach so, okay, aber wir haben nur einen. Okay, gut, dann würde ich sagen, dass wir den Hammer mal auf die 6 legen und den Trinkschlauch auf die 7. So, ich rüste den jetzt mal aus. Ich denke mal nicht, dass da was drin ist. Und hier vorne ist auch direkt das Wasser, das ist sehr schön. Da ist im Übrigen auch, nee, hier ist Wasser füllen. Können wir den zweimal füllen? Weil das sieht so aus, als ob das leer ist, also halb leer ist rechts. Aber gut, wir trinken jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was davon. So, wie ich mit dem Schlauch trinke, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Das müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Wenn ich nochmal die 7 drücke. Ach so, linke Maustaste. Ah, okay. Gut, das ist sehr gut. Ach, Ahornzweige hat er mir eben angezeigt. Okay. Ja, dann haben wir das schon mal kontrolliert und wissen jetzt auf jeden Fall, das ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp, weil ich habe mir sagen lassen, dass es wohl noch eine ganze Weile dauert, bis man überhaupt diesen, diesen Trinkschlauch craften kann. Und da ist es natürlich super, wenn wir den irgendwo am Anfang finden. Ich würde sagen, ich laufe jetzt erstmal das ganze Stück wieder zurück, beziehungsweise zum Dorf zurück und hoffe, dass wir da auf die Schnelle einen Händler finden. Wenn nicht, müssen wir auf ins nächste Dorf gehen. Und ja, dann sehe ich euch gleich wieder dort wieder. So, wir sind jetzt im Dorf angekommen und wir sollen da auch noch mit Unighost sprechen. Das hatte ich total vergessen. Der scheint in seiner Hütte zu sein. Nee, der läuft ja gerade rum. Hi. Wie ist es in Denika gelaufen? Nun, Sie sind jetzt vorbereitet und sicher. Vermutlich eine einfache Holzpalisade. Ja, und ich denke, Dagobert ist ein Mann, der keine Angst vor Wölfen hat. Warte auf weitere Ereignisse. Okay.
Kann ich mit dir trotzdem nochmal sprechen? Hallo? Zeig mir deine Ware. Eigentlich will ich was verkaufen, aber gut, er darf mir auch gerne mal die Ware zeigen. Boah, für 1000 könnte man jetzt hier einen Trinkschlauch kaufen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall definitiv, warum es einfacher ist, das Ganze zu finden. Eine Sense wäre natürlich auch nicht schlecht. Okay, ich gehe jetzt erstmal auf meine Sachen, das Brennholz. Das können wir jetzt verkaufen. Da machen wir jetzt einfach alles rein. Und wir haben im Moment 50. Und haben jetzt 90. Okay, also so viel ist es jetzt noch nicht geworden. Aber wenn wir immer mal wieder ein neues Holz holen und immer wieder was verkaufen, können wir damit natürlich schon ganz gut Geld machen. Ja, ich werde jetzt erstmal gehen. Entschuldigung, auf Wiedersehen. Brennholz können wir jetzt im Moment noch keins machen. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich werde jetzt bei euch vor der Tür mal so ein bisschen die Bäume hier hacken. Also fällen. Oh, ich muss aber aus dem Weg. Oh, Entschuldigung! Das wollte ich nicht. Ich hoffe, dass das euer Zaun ausgehalten hat. Hat keiner gesehen. Ich mache den mal ganz schnell wieder klein. So, die Frage ist jetzt das einfache Rundholz, wenn wir das jetzt verkaufen würden. Ich weiß nicht, ob das jetzt teurer ist. Aber wo ist denn der jetzt hingelaufen? Oh, sowas hasse ich. Ist er das jetzt gewesen? Ah, okay. So, zeig mir deine Ware. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie viel ich jetzt für das Rundholz selber bekommen würde. Verkaufen. Steht jetzt hier nicht drin. Wir machen mal, probehalber verkaufen wir mal eins. 90 haben wir. Oh, da würden wir nur eins von bekommen. Okay, dann ist das auf jeden Fall ein sehr guter Tipp gewesen. Ja, ich mache mich mal eben auf hier. Auf jeden Fall ein sehr guter Tipp gewesen, das Ganze in Brennholz zu investieren. Drücke R, um mehr zu craften. Ah, okay, das habe ich dann gesehen. So, machen wir das komplette... Also aus dem kompletten Brennholz, so. Sprechen wir nochmal mit dir. Ja, wir möchten das Ganze verkaufen. Wir müssen uns ja irgendwie jetzt auch mit der Zeit mal was zurecht sparen. 115. Dann hat man mir noch gesagt, wenn ich so eine Steinaxt, wenn ich so eine Steinaxt verkaufen würde, dann wäre das auch nicht schlecht vom Preis her. Da bräuchte ich aber Steine für. Naja, gut. Okay, dazu muss ich dann sagen, das Rundholz ist dann definitiv günstiger. Ja, ich würde sagen, dass ich mich jetzt erstmal darum kümmere. Wir haben aber keine Punkte mehr jetzt bekommen, die wir einsetzen können. Nein, leider nicht. Dass ich mich dann erstmal darum kümmere, ein bisschen Holz zu besorgen und daraus Rundholz zu machen. Und dass ich euch dann gleich wieder dazu schalte, wenn wir uns auf den Weg nach Hause machen, beziehungsweise wenn ich wieder zu Hause bin. Weil ich wollte ja... Geht noch? Beschwer dich hier nicht. Ist das was Schönes? Nein. Weil ich wollte ja noch eine Werkbank auch bauen. Boah, ich glaube, wenn die neben mir wohnen würden, ey, das wäre nichts für mich, wenn die ganze Zeit nur machen würden. Okay, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, ich habe gerade drüber nachgedacht, beziehungsweise im Quest-Tagebuch nochmal kurz gestöbert, weil ich den Unigast nicht gefunden habe. Und da fiel mir auf, dass wir mit Alvin nochmal reden müssen. Warst du Alvin? Genau, wir müssen dir einen Stock bringen. Hallo, verwende das hier als neuen Griff. Einen Stock, bitteschön. Machst du Witze? Wie soll ich das benutzen? Gib mir die Sense, ich zeige dir, wie man das macht. Okay, du hast mich überrascht. Bist du eine Art Handwerker? Wie hast du gewusst, wie man es macht? Ich weiß, wie man einige einfache Dinge schafft. Wir lernen jeden Tag etwas Neues, nicht wahr? Vielleicht. Ich bin ein Landwirt, wie mein Vater, und ich kenne nicht viel mehr. Man weiß nie, wann sich etwas in deinem Leben als nützlich erweisen kann.
Jedenfalls, danke für deine Hilfe. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Sicher, der Roggen schneidet sich nicht von selbst. Bis nachher. Ja, tschüss. Wuhu! Das heißt, wir haben wieder eine Quest erledigt. Perfekt. Warten auf den neuen Tag. Da wollen wir jetzt aber nicht drauf warten. Wir wollen die Geschichte... Nee, guten Morgen hier. Oh, das war doch jetzt eine Quest für Nachbarn. Oh. Wir müssen auch noch flirten. Die Nebenquests. Ach so, da sind jetzt gerade keine drin. Da müssen wir auch noch warten. Ach so, wir müssen bei ihm auf den nächsten Tag warten. Ja, dann lassen wir das doch erstmal drin. Es wird auch schon langsam dunkel. Ich werde mich mal aufmachen und mal gucken, ob der Unigast jetzt mittlerweile irgendwo zu finden ist. Ob der vielleicht hier oben... Ja, ist ja gut, meine Freunde. Ob der vielleicht hier oben rumgeistert. Aber irgendwie laufen sie jetzt gerade alle von mir weg und ich bin nicht schnell genug. Weil ich noch das Rundholz drin habe. Ach, die Kühe gehen gerade rein. Die legen sich jetzt schlafen. So eine Sauerei. Ich meine, auf der einen Seite ist das ja gut. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, das heißt wahrscheinlich, dass die ganzen Leute jetzt auch schlafen gehen. Und das finde ich nicht so gut. Nein, geht nicht alle schlafen. Du bist doch eine Handwerkerin, oder nicht? Kann ich das nicht auch an dich verkaufen? Oder hast du zufälligerweise einen Hammer da liegen? Moment. Hast du einen Moment Zeit? Okay. Nein, du hast anscheinend keine Waren. Habt ihr Waren? Aber ihr seht mir jetzt nicht wie Handwerker aus. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Ja, ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Tut mir leid, ich bin verheiratet. Warum? Warum seid ihr alle verheiratet? Ach so, nee. So, ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Alle sind so verheiratet, Sauerei. Okay, ich gehe woanders hin. Ich glaube, ich suche mein Glück irgendwo in einem komplett anderen Dorf am besten. Sie sind ja nur alle vergeben. So, Moment. Die Frage ist jetzt, sitzt der jetzt am Lagerfeuer oder ist er jetzt endlich mal nach Hause gegangen? Ich kann mich jetzt leider auch nicht so schnell bewegen wegen den Rundhölzern. Ich meine, ich könnte die jetzt teilweise wegwerfen, aber wenn ich mich dann umdrehe, dann ist der Schlawiner schon wieder irgendwie abgehauen. Und es geht natürlich gar nicht. So. Hallo. Keiner da? Dann sitzt er wahrscheinlich wirklich da hinten. Wenn ich jetzt da hinten hinkomme, dann wollen sie wieder nicht mehr mit mir reden, weil das dauert jetzt erstmal ewig und 3 Jahre, bis ich überhaupt hier die Straße entlang getuckelt bin. Mit der Last, die ich habe. Also das war schon bei Conan ein riesiges Problem, sowas. Das war einfach schrecklich. Deswegen haben es auch so viele gemacht. Und ja, wir dann teilweise auch. Weil uns das so angekotzt hat, dass wir einfach die Traglast ein bisschen erhöht haben. Weil das ging gar nicht. Das sind aber jetzt irgendwie nur die ganzen Frauen. Kann das sein? Links sitzt noch ein Kerl. Bleib sitzen, ich möchte mit dir sprechen. Falls du es bist, ich weiß es ja nicht. Ich glaube, rechts sitzt auch noch ein Kerl, oder? Bleibt schön alle sitzen. Das heißt nämlich, dass ihr noch nicht nach Hause geht. Nee, du bist es nicht. Du bist es. Zeig mir deine Ware, bitte. Ach nein, scheiße, können wir noch gar nicht. Nein, ich muss hier raus. Geh mal raus. Ah Gott, Rundhölzer. Alles, bitte. So. Bloß nicht aufstehen. Ich muss noch mal kurz mit dir reden. Scheiße, das sind nur noch 11 Stück. Ich muss so lange warten. Mach ihn nur. Boah, wie langsam die Zeit vergehen kann, wie sich das ziehen kann wie Kaugummi. Das ist echt abartig. Weil es wird jetzt schon dunkel und er spricht gleich wieder nicht mehr mit mir. Und dann sagt er, komm am nächsten Tag wieder. Und dann stehe ich hier und ich kann mich nicht mehr bewegen. Bitte, bitte. Brennholz. Kauf mir das Brennholz ab.
Oh, danke. Wir haben schon mal 200 Gold. Ist das cool? 200 Gold. Ja, ich komme einen anderen Tag nochmal wieder. Ist jetzt natürlich nicht so viel. Management. Nee, Technologie. Ressort, eine Schaufel. Eine Schaufel ist jetzt natürlich die Frage. Zum Gewinnen von Ton. Okay. Können wir das überhaupt schon machen? Einfacher Lattenzaun. Sollten wir uns definitiv auch drum kümmern, weil ich weiß nicht, was mit den. Das kostet aber schon wieder 500. Holzschuppen, Palisade. Vom Haus können wir noch nichts machen. Mine. Wie Mine, Steinzaun. Ressourcenlager können wir. Achso, Moment. Wir können doch hier oben. Haha. Jagdhütte, das wäre natürlich cool. Ein Bogen wäre natürlich nicht schlecht. Ein Stapel mit Steinpfeilern. Eine Vogelfalle. Okay. Fischerhütte. Da können wir auch Rattenfallen machen. Naja, gut. Aber was haben die Ratten in der Fischerhütte zu tun? Aber ein kleines Fischernetz wäre bestimmt nicht schlecht. Die Frage ist jetzt nur. Müssen wir, also schaltet das dann die Fischerhütte frei? Wahrscheinlich erst, wenn wir die Punkte da drin haben, ne? Das könnt ihr mir jetzt gut vorstellen, weil das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Also ich denke mal, erst wenn wir die Punkte voll haben, können wir auch was kaufen, was wir dann brauchen. Ein Stapel mit 10 Bolzen für Armbrüste. Naja, ich habe aber noch keine Armbrust. Näherei, Tasche, Leinenfaden, einfaches Leinenhemd. Schuhe, Strohhut. Ach so. Also ich würde normalerweise sagen, die Schaufel. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob wir jetzt die Schaufel bezahlen oder ob wir jetzt die Schaufel freischalten. Ich hoffe mal, dass wir die Schaufel freischalten. Da unten steht Kaufschema. Oh. Okay, wir brauchen gar nicht mehr zu überlegen. Wir haben sie jetzt erworben. Jetzt muss ich mal eben schauen. Wahrscheinlich haben wir die nicht hier drin. Wahrscheinlich können wir die jetzt craften, oder? Das ist das andere. Steinaxt. Oder wir können sie nicht craften. Weitere. Zäune, das waren aber die, die ich freischalten kann. Das heißt, hier die Sachen kann ich dann auch freischalten. Wieso habe ich denn jetzt hier nichts freigeschaltet fürs Crafting? Ich habe doch jetzt keine Schaufel. Oder habe ich die ganz unten? Nee. Ich habe keine Schaufel bekommen. Oder ich kann die erst machen, wenn das Ressourcenlager. Aber das hat schon die vollen Punkte. Gebäude wählen. Ach so. Und dann das hier. Aber das habe ich ja gekauft. Kaufschema oben unten. Okay, ich würde sagen, damit müsste ich mich wirklich noch mal auseinandersetzen. Das ist so eine schöne Runde. Ihr geht jetzt bestimmt alle ins Bettchen, würde ich mal sagen. Ich würde nämlich auch sagen, dass wir dann auch jetzt erstmal ins Bett gehen. Also sprich, ich wieder zurückgehe zur Hütte. Oh, ich sterbe auch gleich. Obwohl, das ist nicht schlecht, weil wenn ich verhungere, dann komme ich ja wieder direkt an meiner Hütte aus. Und ja. Erwache dann da sozusagen wieder zu neuem Leben. Ich verabschiede mich mal für diese Folge und sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.